Montag vor einer Woche, 4 Minuten vor Mitternacht. Da waren sie wieder, die langen Gesichter der Techniker im Kontrollzentrum des Europäischen Weltraumbahnhofs in Kourou. 7 Minuten vor dem Start schalteten die Kontrollanzeigen auf Rot, Abbruch des Countdowns. Wieder einmal war es ein defektes Ventil in der 3. Stufe der Ariane-Rakete. Es hätte aber auch anders kommen können, so wie im letzten Jahr, als 2-mal die 3. Stufe buchstäblich ins Wasser fiel, mitsamt der hunderte von Millionen Mark teuren Satelliten an Bord. Ariane Spass, die europäische Betreibergesellschaft der Rakete, steht unter keinem guten Stern. 2 Totalausfälle und 4 Startverschiebungen im letzten Jahr, das kratzt am Image der Europa-Rakete. Die Satellitenbetreiber müssen wohl damit leben, dass die Ariane nicht so zuverlässig ist wie zum Beispiel die russische Proton-Rakete, die primitiv zwar, aber zuverlässig und vor allem billig ist. Nun, der Fehler bei der Ariane ist behoben, das Ventil in der Heliumzuleitung ist ausgetauscht und x-mal durchgetestet, die Rakete ist betankt, alle Kontrolllämpchen leuchten noch grün, die Zitterpartie kann aufs Neue beginnen. Ja, ein wenig zittert man hier schon, hier im Raumfahrtkontrollzentrum der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen bei München. Von hier aus soll die 2. Phase der heutigen Mission, nämlich die Positionierung des Satelliten, geleistet werden. Ein erneuter Startabbruch wäre ein schwerer Schlag für die europäische Raumfahrt. Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren, willkommen zu Space Night Extra. Statt Archivbilder aus der Raumfahrt bieten wir Ihnen heute die Möglichkeit, live beim Start einer europäischen Ariane-Rakete teilzunehmen. Die Rakete soll in Kourou starten und sie soll 2 Satelliten in eine Umlaufbahn schicken. Für 0.59 Uhr ist der Start der Rakete geplant. Bis dahin wollen wir Ihnen einiges Wissenswerte über diese heutige Mission näher bringen. Eine Raumfahrtmission wie diese ist eine extrem komplizierte Angelegenheit. Deshalb habe ich mir einen Spezialisten zur Seite geholt. Ich begrüße jetzt hier Hubertus Wanke von der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, DLR. Guten Abend, Herr Wanke. Guten Abend, Herr Lösch. Herr Wanke, können Sie uns sagen, was das eigentlich für eine Situation ist für die europäische Raumfahrt nach diesem erneuten Startabbruch? Kein Start seit 4 Monaten, letztes Jahr 2 Ausfälle der Ariane. Wird es heute klappen? Heute wird es klappen. Ich bin mir sicher. Nun zum aktuellen Geschehen in Kourou und hier ist alles bereit. Die Ariane 4-Rakete steht auf ihrem Startpad. Können Sie uns einen kurzen Statusbericht geben? Wie schaut es aus mit den Vorbereitungen? Wie ist der Status der Rakete? Wenn wir noch mal ganz kurz auf das Statuspanel schauen, alle Systeme sind grün, auch hier in Oberpfaffenhofen. Der Startdirektor in Kourou hat gerade die sogenannten Go-No-Go-Kriterien abgefragt. Was heißt denn das Go-No-Go-Kriterium? Das sind fest definierte Startbedingungen, die für die Rakete, für die Satelliten und auch für das Bodensystem für eine erfolgreiche Startfreigabe erfüllt sein müssen. Wenn ein System rot sein sollte, dann kann es ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Hold in der Countdown-Sequenz kommen oder, wie wir es leider vor einer Woche hatten, zu einer Startverschiebung, wenn der Fehler nicht rechtzeitig behoben werden konnte. Sie sprachen den Fehler an. Woran lag es denn nun beim letzten Mal? Nun, in der Endphase der Betankung hat man einen zu niedrigen Druck gefunden, was später dann ein undichtes Ventil. Es ist ja so, dass der Treibstoff der 3. Stufe, flüssiger Sauerstoff und flüssiger Wasserstoff, mit großem Druck in die Treibstoffleitungen gedrückt werden müssen. Das passiert mit dem Gas Helium und bei der Betankung dieses Heliums hat man eben diesen niedrigen Druck festgestellt und später dann das undichte Ventil. Es lag nicht an der Rakete, sondern an der Betankungsanlage der Rakete. Hätte man denn eventuell trotzdem starten können? Man hätte sagen, manche starten können, es wäre auch erfolgreich gewesen, aber man kann natürlich dieses Risiko nicht eingehen. Man hat sich für den sicheren Weg entschieden, darum sind wir heute wieder hier zu einem erneuten Startversuch. Tausende Kilometer von der Rakete entfernt sitzen hier in Oberpfaffenhofen ungefähr 70 Spezialisten an einer Unmenge von Bildschirmen. Es ist hier das Kontrollzentrum. Können Sie uns denn kurz erklären, wie dieser Arbeitsplatz hier aussieht? Gerne. Wir sehen hier den Missionsleiter, Herrn Brettinger, der alle Fäden in der Hand hat. Neben ihm den Herrn Wobbe, der, wie wir sagt, nach einem Flugplan den Satelliten fliegt, überwacht, steuert. Das sind also die 2 wichtigen Funktionen, die Chefs im Kontrollzentrum.
Jetzt haben wir die Bodenbetriebskonsole. Von hier aus wird das externe Netzwerk, die Bodenstationen, eingesetzt und überwacht. Und auch die Anlagen im Kontrollzentrum, die Computer und Kommunikationseinrichtungen. Das ist hier nochmal die Bodenstationskonsole, die insbesondere auch Kontakt mit unserer Bodenstation in Weilheim haben. Hier sind wir jetzt schon bei den Untersystemen. Ein Satellit besteht ja aus verschiedenen Untersystemen, beispielsweise Energieversorgung, Thermalkontrolle, das Antriebssystem, das Lagekontrollsystem und auch das Datensystem. Diese Spezialisten werden hier an diesen Konsolen die Funktionsparameter des Satelliten, sobald wir Kontakt mit ihm haben, auf den Bildschirmen haben und dann die Funktion analysieren. Das ist hier nochmal die lange Konsole mit den Subsystemspezialisten, wie wir sagen. Jetzt sind wir schon an der Kommandokonsole. An diesen Konsolen werden die Funkbefehle, die Telekommandos per Computer erzeugt und dann über Datenleitungen an die Bodenstationen, an die Antennen gegeben, die sie dann an den Satelliten absenden. Das ist noch die Kommandokonsole, die wir Prime und Backup, also eine... Gut. Schon wieder. Oh, jetzt höre ich hier eine der Parameter ist nun eben auf rot geschaltet worden. Das könnte heißen, dass der Start erneut verschoben wird. Ja, die Ariane-Rakete schaltet auf rot. Vielleicht können wir das kurz mal ins Bild nehmen. Es ist genau dieselbe Situation. Wir sind im Moment bei exakt 3 Minuten und 58 Sekunden vor der Zündung der Rakete und es ist der Status der Rakete auf rot gegangen. Das bedeutet, dass momentan kein Start erfolgen kann. Im Moment befinden wir uns in einer 6-minütigen automatisierten Computersequenz, die unmittelbar vor dem Start abläuft. Diese Sequenz ist vollgepackt mit hochkomplizierten Computeraktionen und kann nur gestoppt werden, wenn ein Parameter von sich aus einen Fehler anzeigt, wenn der Computer Alarm gibt. Dies ist nun offensichtlich geschehen. Diese Sequenz kann beliebig oft wiederholt werden innerhalb dieses Startfensters. Das Startfenster ist ungefähr eine Stunde. Doch es ist nun derselbe Fehler offensichtlich oder dasselbe Problem wie beim letzten Mal. Die Rakete kann momentan nicht starten. Wir müssen nun abwarten, was weiter hier geschieht. Herr Wanke ist momentan zu einem Kollegen gegangen, der sich nun über Intercom mit Kourou kurz schließt, um zu hören, was denn passiert ist. Es ist natürlich jetzt eine ungute Situation. Herr Wanke, können Sie uns kurz sagen, woran es liegt? Noch nicht. Wir sind noch nicht informiert. Wir müssen noch einen Augenblick gedulden. Aber wenn der Fehler jetzt gefunden wird, was wir hoffen, dann gehen wir wieder in der Launch-Sequenz auf L-6, Launch-6 Minuten zurück. Aber wir müssen uns noch etwas gedulden. Ja. Das wäre natürlich jetzt eine unangenehme Situation, wenn erneut der Start verschoben werden müsste. Noch ist das Licht auf rot. Wir sind jetzt auf der Live-Übertragung aus Kourou, sehen dieselben Bilder. Wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass man das nun wieder beheben kann? Das kann man im Moment nicht sagen. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, etwa 50 Minuten im Startfenster und hoffen, dass innerhalb dieser 50 Minuten der Fehler repariert werden kann. Aber ich kann noch nicht sagen, woran es liegt. Das ist ein sogenannter Hold in der Launching Sequence. Das bedeutet, der Start ist momentan gestoppt und wir warten auf nähere Informationen, was nun passieren wird. Die Launch-Sequenz ist nun zurückgestellt worden auf 6 Minuten. Es scheint, als würde man es nochmal probieren. Die Zeit ist auf 6 Minuten zurückgestellt.
Falls sich die Sache jetzt noch etwas hinzieht, schlage ich vor, dass wir den Film über das Europäische Raumfahrtzentrum in Kourou vorziehen. Kourou, in Französisch Guyana, im südamerikanischen Dschungel, ist der europäische Raumfahrtbahnhof. Seit 1979 starten dort die Ariane-Raketen. Thomas Gutschiger hat sich für uns einmal dort umgeschaut, was denn in Kourou so alles zu sehen ist. Französisch Guyana, das Land, wo der Pfeffer wächst. Ein feuchttropisches Paradies nördlich von Brasilien. 9/10 des Landes sind vom Regenwald überwuchert. Nur ein schmaler Streifen an der Küste ist besiedelt. Grüne Hölle, so haben abenteuerlustige Kolonisten und Goldsucher den Staat am Äquator schon vor 300 Jahren genannt. Als Sträflingskolonie machte die Teufelsinsel Geschichte. Die Ruinen lassen noch heute erahnen, welche Hölle da von Menschenhand errichtet wurde. Napoleon III. Ließ hier im 19. Jahrhundert eine gewaltige Strafkolonie anlegen. Der zu Unrecht verbannte Offizier Dreyfus und Henri de Charrière, berühmt geworden durch den Bestseller Papillon, waren die prominentesten Häftlinge. Sie überlebten die Haft, im Gegensatz zu den meisten der 74.000 Gefangenen. Erst 1953 schlossen die Franzosen das Straflager mit dem berüchtigten Beinamen Trockene Guillotine. Cayenne, die Hauptstadt Französisch-Guayanas. 50.000 Menschen leben hier, fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Im Stadtbild dominieren Mulatten, deren Vorfahren einst als Sklaven hierher verschleppt wurden. Wer einen Job hat, darf sich glücklich schätzen, denn jeder Fünfte ist ohne Arbeit. Das Leben der Menschen ist bescheiden. Außer Hölzern, Ananas und Krabben würde das französische Überseedepartement nicht viel hervorbringen, wäre da nicht noch sein Glanzstück. Der Europäische Weltraumbahnhof in Kourou. Hier haben die Franzosen ein Stück Hightech aus dem Urwald gestampft. Und seit den 70er Jahren schießen sie von Kourou aus ihr Prestigeobjekt ins All. Die Ariane-Rakete. Mit der Ariane haben die Europäer auf die richtige Karte gesetzt. Nach der Challenger-Katastrophe, da kam ihre große Stunde. Seitdem machen sie der Raumfahrtnation USA erfolgreich Konkurrenz. Die neueste Raketengeneration, die Ariane 5, steht bereits auf dem Prüfstand. Ende dieses Jahres sollen die ersten Testflüge stattfinden. Das Kontrollzentrum, hochklimatisiertes Herz des Weltraumbahnhofs Kourou. Ingenieure und Techniker in erster Linie aus Frankreich und Deutschland arbeiten hier. Bei jedem Start geht es um Milliarden. 10 der bislang 70 Starts gingen daneben, der letzte Anfang Dezember. Es steht also viel auf dem Spiel heute. Denn inzwischen sind es nicht nur die Amerikaner, die der Ariane Konkurrenz machen, sondern auch die Russen mit ihrer Billigrakete Proton. Ja, wir sind jetzt wieder hier in Oberpfaffenhofen. Hier wird natürlich fieberhaft gearbeitet, telefoniert und über Intercom Kommunikation betrieben. Herr Wanke, wissen wir denn schon was Genaueres, woran der Fehler liegt? Ja, ich habe gerade erfahren, dass ein Ventil zu lange gebraucht hat zum Schließen und der Rechner hat dann abgeschalten. Das ist kein großes Problem. Sie wollen also den Countdown in etwa 10 Minuten wieder aufnehmen bei L-6, also 6 Minuten vorm Start, sodass wir nach allem Reason 16 Minuten starten müssen. Und wir hoffen, dass es mit den Ventilen funktioniert. Nochmal zu Kourou. Herr Wanke, warum denn ausgerechnet ein so entlegener Landstrich in Südamerika, wo früher die Franzosen ihre Sträflinge hinschickten, das war ja die berühmte Teufelsinsel, warum ist ausgerechnet so ein Landstrich nun das Zentrum der europäischen Raumfahrt? Nachrichtensatelliten arbeiten in einem geostationären Orbit über dem Äquator. Sie werden aber eingeschossen in eine Bahn, die eine bestimmte Neigung, einen bestimmten Winkel zu diesem Äquatororbit haben. Und diese Inklination muss abgebaut werden mit einem satelliteneigenen Triebwerk. Das kostet Treibstoff und zwar umso mehr, je nördlicher der Startplatz liegt.
Wenn wir beispielsweise von Cape Kennedy, Cape Canaveral aus starten würden, bräuchten wir viermal so viel Treibstoff als von Kourou. Deswegen ist Kourou so günstig, weil es nur 7 Grad nördlich des Äquators liegt. Das heißt, es ergibt sich dadurch so eine Art Geschwindigkeitsgewinn praktisch auch im Vergleich zu anderen Startorten. Wenn man, das kommt zusätzlich noch dazu, dass nach Osten mit der Erddrehung also noch ein Energiegewinn genutzt werden kann. Das Vehikel, das uns im Moment solche Sorgen bereitet, nun schon zum vermehrten Male, ist die Ariane-Rakete. 1979 die erste Rakete, Ariane-Rakete gestartet, ein großer Durchbruch für die europäische Raumfahrt. Inzwischen haben wir die 4. Generation. Was heute startet, ist eine Ariane 44 LP, das heißt Ariane 4. Mhm. Und vielleicht können wir jetzt kurz mal erklären, wie diese Rakete sich zusammensetzt. Am besten fangen wir mal. Vielleicht können wir zuerst sagen, die Firma Arianespace ist eine GmbH, die, bei der 11 Länder beteiligt sind und 9 Firmen bauen an dieser Rakete mit. Also die erste und die dritte Stufe wird in Frankreich gebaut. Die zweite Stufe, wenn wir vielleicht zu dieser Rakete mal uns wenden können. Die erste Stufe, wie gesagt, in Frankreich. Diese Strap-on-Boosters oder Zusatzraketen, das sind 2 Flüssigkeitsraketen. Sie sagten vorher 44 LP für Liquid und die beiden Zusatzraketen P für Powder, also Feststoffraketen, verleihen also der ganzen Rakete noch einen zusätzlichen Schub, besonders in der Anfangsphase sehr wichtig. Die zweite Stufe wird in Deutschland von der DASA integriert und zusammengebaut und die dritte Stufe wieder in Frankreich. Sie sehen oben die Nutzlastkapsel. Hier sind die 2 Satelliten untergebracht. Unten der Eutelsat und oben der Brasilsat. Die werden dann, diese Nutzlasthülle wird in 2 Teilen abgesprengt und die Satelliten werden dann in ihre Umlaufbahn geschossen. Womit wird denn die Rakete betankt? Das ist ja sicher hochexplosives Gemisch auch. Die ersten beiden Raketenstufen werden mit normalem Raketentreibstoff betankt. Die dritte mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff, wie ich vorher schon sagte. Und deswegen sehen wir dann auch bei der Betankung diese Rauchschwaden. Das kommt daher, dass man bis zum Schluss eben den verdampfenden Flüssigkeitsspiegel ausgleichen muss. Und deswegen muss man also bis kurz vorm Start, Topping heißt das, die Rakete volltanken. Das bedeutet also nicht, dass die Rakete anfängt zu brennen, wie mancherlei vielleicht manchmal denken könnte, wenn er es rauchen sieht, kurz vor dem Start auch. Vielleicht darf ich noch ein paar Daten nachschieben. Also die Rakete hat ein Startgewicht von 418 Tonnen. Wobei also fast 90% davon Treibstoff sind. Sie hat eine Höhe von 58 Metern und in dieser Version, in dieser 44 LP-Version, kann sie also eine Nutzlast von 3,7 Tonnen tragen. Das ist die zweitstärkste Version. Es gibt dann noch eine stärkere, die 4 Flüssigkeitszusatzboosters hat, die kann dann 4,2 Tonnen tragen. Und interessant vielleicht auch diese große Nutzlastkammer oben, die hat je nach Ausführung eine Höhe von 7 bis 11 Metern und ein Volumen von 50 bis 70 oder 80 Kubikmeter. Wenn man sich das umrechnet, ist das also ein Zimmer von 25 Quadratmeter Grundfläche mit normaler Höhe. Also ist eine gewaltige Nutzlast, die Rakete tragen kann. Also eine enorme technische Leistung. Können Sie was sagen über die Beschleunigung? Wie schnell wird denn diese Rakete? Diese Daten werden wir dann hoffentlich auf dem Bildschirm sehen. Das wird nachher sicher aus dem Ruder kommen. Wir werden also zu jedem Zeitpunkt dann also die Geschwindigkeit sehen, die Höhe und die Beschleunigungsdaten. Jetzt sehe ich ein ermutigendes Zeichen. Der grüne Punkt ist wieder da bei der Ariane 44 LP. Ja, das bedeutet, dass wir jeden Moment weitergehen. Eine Chance haben, also dass der Countdown wieder aufgenommen wurde. Es wäre nun vielleicht interessant,
einen Vertreter der Firma Eutelsat mal zu hören, dem sicher jetzt erstmal das Herz in die Hosen gefallen ist. Da kommt schon. Darf ich begrüßen Herrn Zippel von der Firma Eutelsat. Eutelsat ist der Betreiber von Hotbird, dem Fernsehsatelliten, der heute in eine Umlaufbahn geschossen werden soll. Herr Zippel, ganz kurz, wir kommen später noch ausführlich zu Eutelsat und auch zum Hotbird. Was haben Sie denn empfunden, als Sie vorhin den roten Punkt plötzlich sahen schon wieder? Ich habe gehofft, es geht dieses Mal klar. Und ich glaube, es wird alles so wie geplant laufen, wie der Herr Wanke vorhin schon sagte. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass es klappen wird heute Abend. Wir haben jetzt den grünen Punkt wieder. Was würde denn das für Sie bedeuten, wenn also jetzt ein zweites Mal der Start nicht funktionieren würde? Ja, wir hätten eine weitere Verzögerung, um das Problem zu suchen, zu lokalisieren und zu reparieren. Aber wie gesagt, wir werden heute Abend sicherlich starten. Jetzt schauen wir nochmal auf den Monitor. Ja, die 6-Minuten-Sequenz läuft wieder. Diese 6-Minuten-Sequenz vollgefüllt mit Computerabläufen, in die der Mensch gar nicht mehr eingreifen kann. Jetzt werde ich Herrn Wanke mal fragen. Herr Wanke, was läuft denn jetzt eigentlich in diesen 6 Minuten ab? Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also der Mensch kann jetzt nicht mehr die ganzen Funktionsprüfungen der Rakete übernehmen, das muss der Computer übernehmen. Der macht also jetzt einen vollen Check aller Raketenfunktionen. Und wir werden dann hoffentlich ein positives Ergebnis haben. Was wir da jetzt sehen auf dem Bildschirm, ist ja der Jupiter-Kontrollraum in Kourou. Sie waren ja schon ein paar Mal da. Können Sie uns was sagen? Wie sieht es denn da aus, auch beim Start, da, auch von den Temperaturen her? Da dürfte es ja etwas wärmer sein als hier bei uns im winterlichen München. Leider war ich nicht ein paar Mal da, sondern nur einmal und auch nicht zum Start, sondern in der Vorbereitungsphase vom TV-Sat. Aber es ist so, dass Kontrollzentrum, was wir sehen, das Jupiter-Kontrollzentrum, dort ist im Grunde genommen das Management versammelt, also die Vertreter der Kunden, der Satelliteneigentümer und auch der Ariane Space Director, der Missionsdirektor, die Entscheidungsträger. Die eigentliche Arbeit, die technische Arbeit wird im Blockhaus gemacht, das einige Kilometer von diesem Jupiter-Zentrum entfernt ist. Und wir haben also dort den Flugdirektor in diesem Kontrollzentrum, dann die Satellitenrepräsentanten von Eutelsat und Brasilsat, den Startplatzdirektor, dann eine Funktion, die sehr wichtig ist, nämlich der Wetterfrosch sozusagen. Es müssen also einige Bedingungen erfüllt sein. Eine Weitsicht von 1 Kilometer beispielsweise, die Windstärke darf nicht mehr als 10 Meter pro Sekunde sein und die Wolkenhöhe 250 Meter, also einige Wetterbedingungen müssen auch erfüllt sein. Und dann sind natürlich auch die Leute vertreten, der Downrange heißt das, das sind also die Bodenstationen, die Flugbahn der Rakete mitverfolgen. Die wird also zu jedem Zeitpunkt vermessen, damit man die Funktionsfähigkeit der Rakete. Jetzt, wenn wir vielleicht mal das Bild betrachten aus Kourou, da sehen wir jetzt Nahaufnahmen von der Rakete, da sind also noch Haltearme dran und es raucht auch. Das ist also der überschüssige. Das ist also genau das, was ich vorher erklärt habe. Hier haben wir ein sehr schönes Bild von der Rakete. Und wir sind also im Countdown bei. Unter 3 Minuten. 2 Minuten. 50. 48 Sekunden. Jetzt hoffen müssen wir also wirklich die Daumen halten, dass es diesmal klappt. Ich wollte vorher schon sagen, alle guten Dinge sind 3, aber wir wollen es mit 2 schaffen. Es ist jetzt hier auch deutlich ruhiger geworden, also es ist eine richtig gespannte Aufmerksamkeit. Das ist ja schon auch für Sie, die sich ständig mit Raumfahrt beschäftigen, sicher ein aufregender Moment jetzt. Ja, ich muss eins dazu sagen, wir haben also jetzt hier 24, das ist der 24. Start, den wir von Oberpfaffenhofen aus erleben. Und ich weiß auch nicht, also das ist einer der spannendsten. Sicher mit der Vorgeschichte. Wir haben natürlich auch sehr viel Glück gehabt. Also wir haben immer hervorragende Raketen zur Verfügung gehabt. Die Ariane ist natürlich auch eine, wenn sie weiterzählt. Aber sie wird weiterzählen. Was sehen wir jetzt da? Das ist dürfte der untere Teil der Rakete sein. Ja. Da ist der Chef der Mission. Das ist der Chef der Mission, von dem ich sprach. Daneben, wenn ich
richtig sehe, der Chef von CNES, Monsieur Lyon. CNES ist die französische Raumfahrtagentur. Das ist die Raumfahrtagentur, die also 30% an der Ariane-Entwicklung hat. Ich sollte vielleicht nachschieben, dass also ein Großteil Frankreich übernommen hat mit 60%. 20% Deutschland und die restlichen 20% teilen sich auf mehrere Länder auf. England, Italien, Spanien und die Schweiz. Deutschland hauptbeteiligt ist MBB und DASA. Das ist die DASA, ja, in RNO. Und auch MON, MAN. Da werden, glaube ich, diese berühmten Turbopumpen von der dritten Stufe, auf die wir später zu sprechen kommen, gebaut. Die Turbopumpe wird dort in Lizenz gebaut und einige Strukturgerüste für Wassertanks und so weiter. Die letzte Minute läuft. Ja, wir sollten jetzt die Ereignisse aus Kourou doch ein bisschen einfach auf uns wirken lassen. Interessant ist noch, dass wir die Rakete, selbst wenn wir die Rauchwolken unten sehen, noch nicht abheben sehen, denn die Rakete braucht, oder die vier Viking-Triebwerke, 4 Sekunden, um den vollen Schub aufzubauen und erst dann gehen die Haltearme auf. Der Countdown kommt, noch 18 Sekunden und dann das berühmte 10. Attention pour décompte final, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Feu. Ignition. Allumage. Décollage. Liftoff. Les paramètres d'eau sont normaux. We have now the tilting of the launch vehicle in the launch plane. All the pressure are normal. Es wirkt unheimlich langsam, wenn man so auf dem Bildschirm sieht. Ja, jetzt werden in den nächsten Minuten 223 Tonnen Treibstoff verbraucht. Es brennt jetzt die erste Stufe. Die brennt wie lange ungefähr? Knapp 3 Minuten. Die erste Stufe, also zuerst die Zusatzboosters, die Feststoffraketen brennen 1 Minute, die Flüssigkeitsraketen 2 Minuten und die erste Stufe brennt 3,5 Minuten. Wir werden dann schon eine Höhe von 70 Kilometer. Jetzt sind die Feststoff- und Flüssigkeitsraketen, die sind jetzt, haben sich entfernt von der Rakete getrennt? Das sind die Feststoffraketen nach 1 Minute und nach gut 2 Minuten werden wir die Flüssigkeitszusatzraketen hoffentlich sehen, wenn sie abgetrennt werden und ausgebrannt sind. Das ist ein klarer Himmel über Kourou offensichtlich. Ja. Was ist denn nun die eigentlich kritische Phase noch des Aufstiegs? Also die Rakete bewegt sich ja nun sehr schnell, es sehr steil nach oben. Es läuft automatisch über einen Bordcomputer ab. Eine Raketenstufe gibt die Befehle an die weitere weiter. Also es wird hoffentlich gut gehen. Jetzt sehen wir offensichtlich mit Nacht... Gerät aufgenommenes Bild von der Rakete. Wir sehen noch nicht die Aufstiegsbahn. Wir werden dann ein Bild sehen, wo wir die nominale Aufstiegsbahn. Ah, da ist es schon. Da ist es, im Moment. Wir sehen also hier sehen die wir auch Grafik. Die Grafik. Wir sehen also die nominale Aufstiegsbahn, wie sie sein soll, und der Punkt, der auf dieser Bahn wandert, zeigt die tatsächliche. Mhm. Und wir sehen, dass eine sehr gute Übereinstimmung ist. Jetzt diese haben sich Daten eben auch bekommen wir durch diese sogenannten Downrange-Stationen, die in Kourou, in Natal, in Ascension, das ist eine Insel im Atlantik, und in Libreville, schon in Liberia, in Afrika, sind. Aber im Moment ist noch Kourou dran. Sie sehen also vor kurzem mittlerweile hat man auch gesehen, wie sich die Flüssigbooster entfernt haben von der Rakete. Ja, Sie sehen also, dass wir jetzt schon eine Höhe von 57 Kilometer haben. Wir nähern uns der Trennung der ersten Raketenstufe von der zweiten.
Wir haben eine Geschwindigkeit von 2,5 km/s und sind bald bei 69 Kilometer und 70. 3 Minuten. Jetzt müsste die Trennung der ersten Stufe von der Rakete erfolgen. Ja, das sehen wir. Genau, da sehen wir jetzt. Das war die. Das ist also jetzt schon mal ein wichtiger Punkt. Jetzt brennt die zweite Stufe. Haben. Die brennt auch ungefähr 2 Minuten, die zweite Stufe. Das ist jetzt herkömmlicher Raketentreibstoff noch der. Ist herkömmlicher. 2 Minuten und 11 Sekunden, ja. Wir haben schon eine Höhe jetzt von knapp 100 Kilometern, 100 Kilometer erreicht. Wie hoch ist der Endpunkt, wo Sie dann praktisch den Satelliten übernehmen? Die Übergangsbahn, in der der Satellit abgeliefert wird von Ariane, ist im Perigeum, das ist also der erdnächste Punkt der Bahn, 200 Kilometer. Und der erdfernste Punkt ist schon Synchronbahnhöhe, also 36 Kilometer, kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Jetzt trennt sich wieder etwas. Scheint bis jetzt alles nach Plan zu verlaufen. Schaut gut aus, ja. Und Sie sehen auch, dass also die Aufstiegsbahn. Ah, hier sehen wir jetzt eine Simulation. Das ist also eine Simulation, die sogenannten Fairings, also die Nutzlasthülle, fliegt weg. Das sind die Dinge praktisch, die Hüllen, die dafür sorgen, dass also beim Flug durch die Erdatmosphäre nichts kaputt geht an den Satelliten. Das heißt, die sind jetzt schon aus der eigentlichen Atmosphäre heraus. Die sind jetzt in 138 Kilometer Höhe, ja. Geschwindigkeit ist 5 Kilometer in der Sekunde. Also wir sind jetzt bald. Jetzt der kritische Punkt. Die dritte Stufe muss jetzt zünden. Zweiten von der dritten. Das heißt, jetzt zündet die dritte Stufe. Genau. Scheint auch ohne Katastrophe verlaufen zu sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ob die dritte Stufe korrekt arbeitet. Da sehen wir das im Modell. Die dritte Stufe. Das eigentliche Powertriebwerk der Rakete. Nur noch doch Anspannung auf den Gesichtern, das ist auch ja, hier zu merken. Das ist der Herr Langemeier, der technische Direktor von Eutelsat, der vor einer Woche hier war. Auch am Tisch gestanden ist. Sein Kollege Zippel war in der vergangenen Woche in Kourou, ist ja, diese Woche hier bei uns. Das ist nun wohl die kritischste Phase eigentlich, also die dritte Stufe. Also ist die aufwendigste und komplizierteste, weil sie ja auch die Satelliten dann auf ihren Einsatz im Orbit vorbereiten muss. Sie muss also Lagemanöver machen, sie muss die Satelliten aufspinnen, sie muss ihnen eine Eigendrehzahl geben und letztlich dann abtrennen. Und das zweimal, das ist eine komplizierte Technik, sehr anspruchsvolle. Und deswegen passiert natürlich auch gelegentlich was mit dieser Stufe. Das war im vergangenen Jahr die beiden missglückten Starts, wo jeweils die dritte Stufe versagt hatte. Jetzt sind wir schon sehr weit, nämlich auf fast 200 Kilometer. Das ist also schon unsere Perigeumshöhe, aber Sie werden da noch eine weitere signifikante Sache sehen. Nämlich ein Knick in der Aufstiegsbahn. Auf den kommen wir dann noch zu sprechen. Das sind die Stationen, höre ich gerade im Kopfhörer aus Kourou. Natal hat jetzt Nordosten Brasiliens. Nordosten Brasiliens. Und diese Stationen, die machen also Winkel- und Entfernungsmessungen zum Satelliten, und dadurch kann man also die Flugbahn genau bestimmen, wenn man genügend Punkte hat. Zu sehen ist er im Moment vermutlich nicht mehr. Nee, mit Sicherheit nicht mehr.
Die nächste Station, die dann übernimmt von Natal, ist Ascension Island. Mitten im Atlantik. Das ist jetzt wohl. Jetzt ist er schon 1600 Kilometer weit geflogen. Ja. In einer Höhe von 217 Kilometern. Und jetzt wird die Bahn flacher, jetzt bleibt er. Ja. Jetzt bleibt er fast stehen auf 217 Kilometern. Jetzt ist er schon im Perigeum der Transferbahn. Ich werde das dann nachher nochmal an einer Grafik erklären. Das heißt, er schaut im Moment sehr gut aus. Er schaut sehr gut aus, ja. Die Ariane-Leute haben jetzt. Der wichtige Moment natürlich ist. Die Trennung. Ist natürlich dann die Trennung, klar. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt dann einfach mal über die Dinge sprechen. So. Okay. Nun haben die Leute von Ariane Spass haben jetzt ihre Arbeit also fast getan. Es läuft gut. Die dritte Stufe brennt offensichtlich einwandfrei. Jetzt kommt dann langsam die Zeit der Anspannung hier, nämlich die Zeit für die Oberpfaffenhofener. Von hier aus soll nämlich der Satellit dann positioniert werden. Das heißt, sobald die Ariane den Satelliten auf einer bestimmten Position im All abgeliefert hat, treten sie hier in Aktion, übernehmen den Satelliten und bringen ihn dann in einem mehrtägigen Operation auf die richtige Position, die er letztendlich dann einnehmen wird. Wie viele Satelliten haben Sie denn schon positioniert hier? Wir haben da eine Grafik vorbereitet. Die Grafiken da mal auflegen. Also Sie sehen hier die Satelliten, die wir schon positioniert haben. Es sind 11 an der Zahl. Wir haben begonnen 1972 mit dem Symphony. Ich weiß nicht, ob man das so schon sehen kann. Ja, das sind also die beiden Symphony-Satelliten A und B. 1972 und 1974. Eine deutsch-französische Kooperation, das waren die ersten dreiachsstabilisierten Satelliten, die gebaut wurden und auch in Europa positioniert wurden. Hier haben wir also unsere Basiserfahrung gesammelt, Betrieb der Satelliten. Es sind dann gefolgt die beiden Fernseh-Rundfunksatelliten TVSAT 1 und TVSAT 2. Sie werden sich insbesondere an den TVSAT 1 erinnern, der leider nicht funktionsfähig wurde. Das berühmte Sonnenpaddel. Das berühmte Sonnenpaddel konnte nicht ausgefahren werden. Dann kamen die 3DFS Copernicus-Satelliten, die ja von der Telekom in Betrieb sind. TVSAT hat Telekom gerade den noch funktionierenden TVSAT 2 an Norwegen, glaube ich, verkauft. Und hier haben wir die 4 Eutelsats, die wir seit 1990 positioniert haben. F1, F2, F3, F4. Der F5 ist leider mit der V69 ins Wasser gefallen. Ne, 63 war es, glaube ich. Aber jetzt wird also der V6 gleich Hotbird 1, also hoffentlich demnächst getrennt werden, wenn wir wieder auf die Tafel schauen. Vielleicht wenden wir uns nochmal der Tafel zu. Es sind noch 8 Minuten bis zur Trennung von Brasilsat. Ja. Da können wir noch ein bisschen über die Positionierung sprechen. Auch, wann übergibt denn dieses Jupiter-Kontrollzentrum dann den Satelliten endgültig an Sie? Wie funktioniert das Ganze dann? Ja. Der Satellit wird also von der Rakete in diesen Transferorbit eingeschossen. Ja, das ist eine Bahn mit 200 Kilometer Perigeum, erdnächster Punkt, und schon 36.000 Kilometer Apogeum, das ist der erdfernste Punkt. Und unsere Aufgabe, das ist eigentlich die wichtige Aufgabe der nächsten Tage, ist es, aus dieser Bahn hier eine Kreisbahn zu machen, nämlich einen 24-Stunden-Orbit. Mit ständigem 36.000 Kilometer Abstand zur Erde. Das ist ein Kreisorbit mit 36.000 Kilometer Abstand. Und auf dieser Bahn sieht der Satellit den Erdpunkt, immer denselben Erdpunkt. Das ist die Grundbedingung, dass die Bodenantennen, also unsere Antennen auf den Hausdächern mit den Bordantennen, Satellitenantennen, immer kontinuierlich ausgerichtet sind.
Er steht quasi über uns scheinbar still, obwohl er sich natürlich mit einer großen Geschwindigkeit, nämlich mit fast 11.000 Kilometern in der Stunde bewegt. Nun, wir müssen den Satelliten dorthin bekommen. Das machen wir dadurch, dass wir im erdfernsten Punkt, also im Apogeum, dieses Satellitentriebwerk, von dem ich vorher schon sprach, dreimal zünden in den nächsten Tagen. Also das erste Mal übermorgen, dann am Freitag und am Samstag. Und zwar deswegen, weil wir das Perigeum anheben müssen und ihm einen Geschwindigkeitszuwachs geben müssen von 1,5 Kilometer pro Sekunde. Wir machen das deswegen dreimal, weil man eventuelle Fehler, die auftreten können, immer wieder ausgleichen kann. Wir müssen also nach jedem Schuss dann wieder die Bahn berechnen, die zweite Bahn, und erst dann kann man das nächste Manöver vorausberechnen, bis wir uns dann schließlich in einer knappen Woche hier in diesem Driftorbit, in dem schon 36.000 Kilometer Orbit befinden. Das heißt, Sie führen ihn langsam heran an seine eigentliche Aufgabe auch. Sie haben hier noch die Manöver der nächsten Stunden, also das ist der halbe Orbit bis morgen früh etwa. Wir haben also dann den ersten Funkkontakt mit Bangalore, komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Aufklappen der Nutzlastantenne, damit wir das Lageregelungssystem in Betrieb nehmen können. Das würde sonst einige der kleinen Triebwerke abschatten. Aktivierung des Antriebssystems und eine teilweise Entfaltung des Solargenerators, damit die Batterie mit Strom versorgt wird. Wie stellen Sie denn nun den Kontakt her zum Satelliten? Nun, das können wir auf der nächsten Grafik sehen. Um diesen Transferorbit, den wir gerade gesehen haben, abzudecken, um also ständig in diesem Orbit Kontakt zu haben, haben wir ein Stationsnetz von der NASA angemietet. Aber unsere Hauptstation ist natürlich unsere Bodenstation in Weilheim, der Lichtenau. Von dort aus werden wir übrigens auch diese Apogeumsmanöver durchführen. Von dort aus haben wir dann Sicht zum Satelliten. Wir haben also drei Stationen, eine in Goldstone in Kalifornien, eine in Madrid und eine weitere in Canberra in Australien. Und die wichtige Station jetzt von unseren Kollegen in Bangalore in Südindien. Dort haben wir nämlich schon einige Minuten nach der Trennung, also etwa 5 Minuten nach der Trennung von der letzten Raketenstufe, Kontakt zum Satelliten. Und das ist dann der entscheidende Augenblick, wo wir hier im Kontrollraum dann auch über die Funktion des Satelliten schon eine Auskunft geben können. Und wir hoffen, dass uns der Herr Brettinger dann, also gegen Ende der Sendung, dann darüber berichten kann. Ja, eine positive Meldung machen kann. Welche Möglichkeiten haben Sie denn nun, sollte der Satellit sich in die falsche Richtung drehen, aus irgendwelchen Gründen? Gibt es Möglichkeiten, ihn, wenn er mal in diesem Orbit ist und sich vielleicht von der Erde wegdreht, ihn dann wieder einzufangen praktisch, elektronisch? Also, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich den nominalen Flugplan, nachdem wir den Satelliten fliegen, aber es gibt viele Möglichkeiten und Manöver, den Satelliten wieder zurückzubekommen. Aber vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon an der Es sind noch 4 Minuten bis zur Trennung von Brasilsat. Ja, dann können wir vielleicht noch mal zu der Positionierung kommen, zurückgehen. Wenn der Satellit dann auf dem Driftorbit ist, dann hat er immer noch eine kleine, dann ist er noch nicht genau 24 Stunden schnell, sondern etwas schneller. Das heißt, er muss in mehreren Manövern abgebremst werden, um in dieser Box hier, die wir uns natürlich nur denken dürfen, zu halten. Diese Box hier ist etwa 150 Kilometer in der Kantenlänge. Und er muss dort gehalten werden, der Satellit, damit der Kontakt ständig zur Bodenantenne möglich ist. Wir nennen das Positionshaltung. Und diese Manöver werden routinemäßig dann alle 2 Wochen dann schon vom Satelliteneigentümer Eutelsat, von deren Kontrollzentrum in Paris aus, durchgeführt. So viel zum ersten jetzt mal für die Positionierung. Vielen Dank, Herr Wanke. Positiv gestimmt sind sicher nun auch ein bisschen die Besitzer des 125 Millionen Mark teuren Hotbird. Das ist die Firma Eutelsat. Eutelsat ist der Hersteller und Betreiber des Hotbird. Eutelsat ist ein Zusammenschluss von 44 Telekommunikationsgesellschaften aus Europa. Hotbird, der heiße Vogel, der Name ist Programm.
Es geht darum, nun eine heiße Phase des Wettbewerbs im All bei der Satellitentechnik, bei Fernsehsatelliten einzuleiten. Und mit dem Hotbird will Eutelsat nun dem Astra, der momentan Marktführer und marktbestimmend ist, Konkurrenz machen. Christopher Nowski hat sich mal auseinandergesetzt mit der Frage Eutelsat, Astra und der heiße Krieg um himmlische Marktanteile. Er steht bislang wie ein Stern am Himmel, der alle anderen überstrahlt. Als quasi einzige Signalquelle für die, die in Deutschland ihr Fernsehprogramm direkt vom Himmel holen. Der Fernsehsatellit Astra oder genauer gesagt die Astra-Familie. Vier Satelliten dieses Typs hat die private Luxemburger Betreibergesellschaft SES auf der gleichen Orbitposition installiert, weitere sind geplant. Über 60 Programme werden mittlerweile über Astra abgestrahlt und alle können, das ist der große Pluspunkt des Systems, mit nur einer einzigen Satellitenschüssel bequem und ohne großen technischen Aufwand empfangen werden. Dies hat Astra quasi ein Monopol geschaffen, denn die wenigen Mitbewerber am Himmel haben meist nur eine Handvoll Programme zu bieten. Dieses de facto Monopol lassen sich die im Großherzogtum ansässigen Astra-Betreiber natürlich fürstlich entlohnen, sehr zum Ärger ihrer Kunden. Aber den deutschen und europäischen Fernsehanbietern blieb bislang nichts anderes übrig, als 14 Millionen Mark pro Jahr für einen Übertragungskanal zu zahlen, um die mittlerweile 8 Millionen Satellitenfernseher in Deutschland zu erreichen. Der Hotbird 1 von Eutelsat ist jetzt angetreten, diese Vormachtstellung zu knacken. Das Rezept ist einfach, im Prinzip ist es nämlich nichts anderes als eine Kopie von Astra. Auch Eutelsat wird nach und nach eine ganze Satellitenfamilie auf die gleiche Position am Firmament schicken. Genau genommen ist der Hotbird 1 bereits der zweite Eutelsat-Satellit, der auf Position 13 Grad Ost in Stellung geht. Zusammen mit dem 2F1, der bereits am Himmel steht, sind von Anfang April an fast 40 Transponderplätze, also Abspielmöglichkeiten für Fernsehstationen auf dieser Himmelsposition verfügbar. Da bis 1998 drei weitere Hotbirds folgen sollen, steht also ein attraktives Gegenangebot zur Astra-Familie bereit, zumal zumindest in der Anfangsphase der Transponderplatz mit rund 8 Millionen Mark pro Jahr nur etwa halb so teuer wie beim Mitbewerber Astra ist. Die internationalen Fernsehnetworks können sich nicht nur über diesen sich abzeichnenden Preiskampf im All freuen, fast noch wichtiger für sie ist, dass endlich für jedes Programm ein zweiter Satellitenabspielplatz zur Verfügung steht. Denn bislang wären sie durch einen möglichen Ausfall eines Astras praktisch in ein schwarzes Loch gefallen, das schnell in ihrer Buchhaltung rote Zahlen bedeutet hätte. Schließlich wären Zuschauer und Marktanteile in der Ausfallzeit verloren gewesen. Entscheidend bei all diesen Überlegungen ist natürlich, dass auch der Zuschauer das neue Angebot annimmt, sprich seine Empfangsantenne auf die neuen Himmelskörper auch ausrichtet. Bis vor wenigen Jahren wäre dazu eine solche, sehr teure Schüssel für rund 3.500 Mark notwendig gewesen, die die verschiedenen Satellitenpositionen selbst ansteuert. Oder aber eine zweite Schüssel, denn die erste ist ja in der Regel fest auf Astra ausgerichtet. Beide Varianten hätten wohl den Marktdurchbruch von Eutelsat wegen der hohen Kosten verhindert. Doch natürlich haben die Eutelsat-Betreiber ihre Rechnung nicht ohne die Technik gemacht. Die sogenannte schielende Schüssel, in der Fachsprache auch Multifeed genannt, ist die Lösung. Da Astra und Eutelsat nur wenige Grad am Himmel auseinanderstehen, braucht man nur eine Antenne mit zwei Konvertern. Wie hier bei den Katrainwerken in Rosenheim wird die schielende Schüssel schon eifrig produziert. Die Mehrkosten gegenüber der Variante mit einem Konverter liegen bei rund 300 Mark. Das dürfte, so hoffen die Anbieter, durchaus marktverträglich sein. Vorausgesetzt, die Satellitenantenne hat die entsprechende Größe, kann man seine alte Anlage für 300 Mark auch nachrüsten. Schüsseln mit 60 cm sind nicht nachzurüsten, weil sie von der Empfangsleistung nicht ausreichen. Schüsseln ab 75 cm können Sie wunderbar nachrüsten. Wir haben bereits sehr frühzeitig die Möglichkeit geschaffen, hier durch ein zweites Speisesystem diese Möglichkeit zu schaffen. Technisch steht also dem neuen Satellitenempfang kaum mehr etwas im Wege. Jetzt muss nur noch die Ariane den heißen Vogel sicher ins All bringen und die schöne neue Fernsehwelt von Eutelsat kann beginnen.
Ja, damit schaut es im Moment ganz gut aus. Vor wenigen Minuten wurde der Brasilsat von der Rakete getrennt. Es ist bis jetzt nicht bekannt, dass es irgendwelche Probleme gegeben hätte. Neben mir steht nun Christian Zippel. Herr Zippel, Sie sind von der Firma Eutelsat in Deutschland. Sie können sicher zufrieden sein im Moment. Ja, wir wollen es nicht beschreien, aber ich glaube, in ein paar Sekunden oder ein paar Minuten wird also die Separation unseres Satelliten erfolgen. Und dann können wir zufrieden sein, das ist richtig. Es gab ja einige Probleme in der Vergangenheit, verschiedene Startversuche, die aufgeschoben werden mussten. Was hat denn das für Ihre Firma bedeutet? Hat das Geld gekostet? Sind Ihnen Interessenten für Senderkanäle abgesprungen? Nein, also Interessenten sind nicht abgesprungen. Ein Satellitenstart ist schon eine sehr komplizierte Sache. Und wir haben ja letzte Woche gesehen, dass es an der Kleinigkeit gehakt hat. Und da ist eine Verzögerung. Ist unangenehm, aber es ist manchmal halt nicht anders möglich und 3 Monate, das kann man schon verschmerzen. Werden Sie denn weiter mit der Ariane starten oder haben Sie sich auch mal nach anderen Launchern, also nach anderen Satellitenstartern umgeschaut? Wir haben immer mehrere Optionen gehabt. Wir haben diesen Satelliten mit der Ariane gestartet, wir haben andere Satelliten und werden andere Satelliten mit anderen Raketen starten. Das ist üblich in dieser Branche. Wie ist es denn mit der Versicherung? Es ist ja ein immenser Wert, so ein Satellit. Also kostet allein der Satellit 125 Millionen Mark. Wie ist der versichert? Kann das überhaupt eine Versicherung alleine leisten, sowas? Nein, das ist natürlich eine Versicherungsgruppe, die eine solche Versicherung durchführt. Und in unserem Fall, der Betrag war 230 Millionen EQ. Das sind, wenn man mal EQ mit 2 annimmt, etwa 460 Millionen Mark. Die Versicherungssumme insgesamt. Die Versicherungssumme. Das hilft Ihnen aber nur für den, über den Verlust des Materials hinweg, falls er ins Meer stürzen sollte. Ist denn dann, jetzt hören wir hier Beifall, hebt an. Ja, es ist soeben Ihr Satellit getrennt worden von der Rakete. Ihre erste Reaktion? Ja, ich bin wirklich glücklich. Es hat nach Verzögerung doch noch geklappt und darüber sind wir natürlich alle glücklich. Natürlich nicht nur ich, sondern das ganze Eutelsat-Team, das können Sie sich vorstellen. Dieser Start ist ein ganz wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer 13-Grad-Position. Das ist ja das Thema. Der Hotbird ist ja nur der erste Satellit einer Serie von Satelliten auf diese zusätzlichen Satelliten auf dieser Position 13 Grad. Und wie gesagt, das war natürlich wichtig für uns, dass wir diesen Satelliten heute Abend hier auf seine Umlaufbahn bekommen. Ja, da sind wir gleich beim Thema. Hotbird ist Teil eines Programms. Was haben Sie denn vor in Zukunft? Wie wollen Sie die Fernsehlandschaft am Himmel revolutionieren? Ja, Hotbird, ich sagte es ja, ist ja nur der erste Satellit einer Serie. Wir haben in den letzten 18 Monaten zwei zusätzliche Satelliten gekauft. Das ist einmal der Hotbird 2, der wird Mitte nächsten Jahres gestartet. Und dann der Hotbird 3, der wird nur wenige Monate später, Anfang 97 gestartet. Und Anfang 97 werden wir dann auf dieser Position 13 Grad insgesamt 72 Transponder zur Verfügung haben. Das bedeutet analog in der analogen Welt für analoge Programme, wir können 72 Fernsehprogramme über diese Position übertragen. Wenn wir in die digitale Zukunft schauen, dann sind das natürlich entsprechend mehr. Experten sprechen von der Zahl 5. Das heißt, wir können auf dieser Position 300 Programme in digitaler Form oder eine Mischung aus analogen und digitalen Fernsehprogrammen übertragen. Nur mit dem ersten Hotbird, was kann man denn da in Zukunft empfangen an Programmen? Was erwartet uns, wenn der Satellit dann hoffentlich richtig positioniert ist? Ja, ich glaube, man darf jetzt den Hotbird nicht isoliert sehen, sondern muss die Position 13 Grad sehen. Wir haben ja bereits auf dieser Position einen Satelliten, das ist jetzt der zweite. Wir werden damit 32 Transponder zur Verfügung haben auf dieser 13 Grad Position. Wir werden Programme von anderen Positionen auf diese 13-Grad-Position umschalten. Das heißt Konzentration von Fernsehprogrammen auf 13 Grad. Und wir werden neue Programme aufschalten. Kann man denn nun den Hotbird mit einer ganz normalen Schüssel, wie Sie sehr viele Bundesbürger inzwischen auf dem Dach haben, empfangen? Ja, Sie können den Hotbird mit einer ganz normalen, handelsüblichen Schüssel empfangen, die Sie in jedem Fachhandelsgeschäft kaufen können. Das ist überhaupt kein Problem. Nun haben wir die meisten Leute, die eine Schüssel auf dem Dach haben, haben die im Moment natürlich auf den Marktführer Astra ausgerichtet. Dessen Marktführerposition wollen sie knacken, sie wollen Marktanteile dazu gewinnen. Was tut denn nun jemand, der seine Schüssel im Moment auf Astra ausgerichtet hat? Kann der auch Hotbird-Eutelsat-Programme empfangen in Zukunft?
Ja, also ich sagte ja, es ist also mit ganz handelsüblichen Antennen möglich, diesen Hotbird zu empfangen. Und wenn einer bereits eine Schüssel hat auf andere Systeme ausgerichtet, dann kann er durch relativ leichte Umrüstung diesen Satelliten zusätzlich empfangen. Es kostet nicht sehr viel Geld. Etwa 100 Mark, 150 Mark ist der Aufwand, den man treiben muss, um wie gesagt diese zusätzliche Position zu empfangen, 13 Grad zu empfangen. Das sind dann die etwas ironisch genannten schielenden Satellitenschüsseln. Das heißt also, dass sie sich praktisch gleichzeitig auf zwei an unterschiedlichen Stellen im All befindliche Satelliten aufschalten können. Ja, Schielen ist ja normalerweise nicht erwünscht, aber in diesem speziellen Falle ist Schielen schon erwünscht. Das heißt, dadurch, dass man mit zwei Augen sieht, sieht man halt zwei Satellitenpositionen und entsprechend mehr Programme. Das heißt, für relativ geringen Aufwand kann man eine große Anzahl von zusätzlichen Programmen empfangen. Sie wollen vier Satelliten insgesamt bringen. Ganz kurz nur Ihre Einschätzung. Wie sieht Ihrer Meinung nach im Jahr 2000 der Fernsehhimmel über Deutschland aus? Ja, ich sagte ja, wir werden die Position konsequent ausbauen, 13 Grad. Wir werden zusätzliche Satelliten bringen. Im Jahre 2000 werden wir sicherlich mehr als drei Hotbird-Satelliten auf dieser Position haben. Wir werden das gesamte Spektrum dieser Position, das gesamte Frequenzspektrum nutzen. Wir werden viele, viele neue Kanäle erleben. Ich glaube, dass vor allen Dingen, wenn wir zum digitalen Fernsehen kommen, das Spartenfernsehen wesentlich stärker vertreten sein wird, als es noch heute der Fall ist. Vielen Dank, Herr Zippel. Ich denke, Sie haben einen gelösten und lockeren Abend oder Morgen inzwischen schon fast. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück für den weiteren Verlauf der Mission und viel Glück beim weiteren Ausbau Ihrer Position im All. Vielen Dank, Herr Zippel. Ja, wir sind jetzt genau 29 Minuten nach der Zündung. Wir sind 4 Minuten nach der Separation, also nach der Trennung von Hotbird von der Ariane-Rakete. Herr Wanke, wie ist denn der Status im Moment und wo ist denn die Rakete im Moment? Oder die Satelliten, wo befinden die sich? Wo halten die sich auf? Wie ich vorher sagte, also wir haben jetzt jede Sekunde Kontakt mit dem Satelliten von Bangalore aus. Das müsste jetzt in dem Moment sein, wo wir reden. Und das Team muss sich dann also ein Bild machen über die Funktionsweise und dann werden wir ein Statement von Herrn Böttinger hören, hoffentlich ein gutes. Wie ist es denn nun mit der Trennung der Rakete von den Satelliten? Wie funktioniert das? Werden die abgesprengt oder gibt es da irgendwelche besonderen Vorrichtungen? Das ist ein ganz komplizierter Mechanismus. Die werden mechanisch abgesprengt, das ist richtig, ja. Ja, haben wir jetzt noch Bilder aus Kourou im Moment? Sind da auch Kommentare? Dann bleiben wir hier ein bisschen dabei. Die DLR, die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, ist ja eine sehr renommierte Einrichtung. Dieses GSOC, German Space Operating Center, ist ja auch fast einzigartig. Wie wird denn die DLR sich weiter auf diesem Gebiet der Satellitendienstleistungen bewegen? Ja, wir sind ein Kontrollzentrum, das vier wesentliche Gebiete bearbeitet, also einmal die Nachrichtensatelliten, heute haben wir einen guten Fall. Dann haben wir die wissenschaftlichen Satelliten, die in einem nahen Erde-Orbit arbeiten. Unser erster Satellit war der Azur, jetzt der renommierteste und der sehr erfolgreiche Röntgensatellit ROSAT, der also weltweit wissenschaftliche Anerkennung erreicht hat. Übrigens ein sehr anspruchsvolles Projekt aus unserer Sicht auch, weil wir also sehr, sehr große Datenmengen verarbeiten müssen. Dann interplanetare Raumfahrt. Wir haben also mit Helios ein sehr, sehr erfolgreiche Sonde zur Sonne geschickt und 10 Jahre betrieben. Und natürlich die bemannte Raumfahrt. Wir waren das erste Kontrollzentrum außerhalb der USA und auch Russlands, das bemannte Raumfahrt in Europa gemacht hat. Das erste Mal 1983, als wir den Ulf Merbold bei FSLP, der ersten Space Lab Mission, unterstützt haben. Das zweite Mal bei D1 mit Forer und Messerschmitt. Und das dritte Mal, also vor 2 Jahren, jetzt schon fast mit der D2, dem Herrn Walter. Für die D2, da haben wir einige Bilder vorbereitet. Vielleicht können wir die mal anschauen und ein bisschen kommentieren. Das ist der Start. Der Start von D2. Im Space Shuttle. Wir haben hier im Kontrollzentrum das erste Mal, hier sehen Sie ein Bild. Begeisterung. Begeisterung hier, das erste Mal eine wissenschaftliche Mission
Space Lab Mission voll verantwortlich von Deutschland aus gemacht. Wir haben also hier im Kontrollzentrum hunderte von Wissenschaftlern gehabt, die also mit unserem Team hier zusammen 90 Experimente in 9 Tagen aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen unterstützt haben. Und leider geht es mit Space Lab nicht weiter. Sie sehen hier die Landung. Das waren Zeiten vor 2 Jahren, übrigens auch sehr aufregend aus der Start, aber dazu kann vielleicht der Herr Walter noch was sagen, der Start abgebrochen wurde. Im Moment ist wir wollen, leider geht es eben hier jetzt nicht weiter mit der Space Lab-Geschichte. Es wird zwar hoffentlich die internationale Raumstation Alpha kommen, aber wir haben jetzt ein neues Gebiet angefangen, und zwar die Zusammenarbeit mit den Russen. Da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Im Moment ist es ja in aller Munde. Es ist Ulf Merbold war eben, ein Amerikaner ist eben auf der Raumstation Mir. Sind denn die Russen die neuen Partner da in der Raumfahrt? Ja, in jedem Fall. Sie ist die einzige Nation, die eine funktionierende Raumstation hat. Seit 1986. Die ganze Welt reißt sich drum, auch wir. Wir sind einen Schritt vorangekommen, vielleicht sogar vor den anderen, denn wir haben ein sehr gut funktionierendes Kommunikationssystem aufgebaut und unsere beiden Kontrollzentren miteinander verbunden. Das russische Kontrollzentrum, das die Mir-Station kontrolliert in Kaliningrad bei Moskau, ist also hier mit uns verbunden, und wir können über Kaliningrad jetzt Experimente auf der Mir-Station, deutsche Experimente auf der Mir-Station betreiben, und das haben wir schon gemacht. Wir haben das demonstriert letztes Jahr, als der Dr. Poliakow, der jetzt kürzlich erst zurückgekommen ist, das sogenannte VOG, ein Experiment durchgeführt. Und werden in diesem Bilder Jahr von der Mir-Mission, das ist die 92er-Mission mit Klaus-Dietrich Flade, das erste Mal, dass ein Deutscher, also ein Westdeutscher mit Sowjets, mit den Russen. Und das Experiment, das der Herr Flade da in einer ersten Version durchgeführt hat, haben wir hier dann nochmal in der verlängerten Mission 92E letztes Jahr weiterverfolgt. Das sind also Untersuchungen, Experimente zum Verhalten des Körpers in der Schwerkraft, nehme ich an. Das ist Herr Flade. Und wir werden eben diese Experimente jetzt demnächst in einer Euromir-Mission von hier aus unterstützen. Mhm. Ende des Jahres, führt im Auftrag der ESA. Und hoffen dann, im Moment ist gerade eine DARA-Delegation in Moskau, und verhandelt einen Vertrag über eine deutsche Mir-Mission Ende nächsten Jahres, und wir hoffen, dass die also mit einem unterschriebenen Vertrag dann zurückkommen. Ja, wünsche ich Ihnen viel Glück. Jetzt tritt zu uns Ulrich Walter. Guten Tag. Wir haben Sie eben schon durch Space Shuttle schweben sehen. Sie waren also in der D2-Mission dabei, ja. 1993. Ja. Sie sind Wissenschaftsastronaut, ja, und dankenswerterweise heute Nacht wieder gekommen. Es lässt Sie doch nicht los, also es ist doch immer wieder spannend, oder? Ist ja ein Beruf auf Lebenszeit, ja. Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der Mission im Moment? Ja, ist ja gut gelaufen. Ich habe keine Anzeichen von irgendwelchen Problemen gesehen, außer noch eben die 5 Minuten vorher, als er ein Ventil nicht richtig geschlossen hat, aber sonst ist alles sehr gut gelaufen. Sie haben Ihr Hemd an von der Space Lab, D2-Mission. Ja. Vielleicht können wir da mal kurz drauf fahren. Da ist also deutsch-amerikanische Fahne und Space Lab D2 mit dem Namen. Das ist ganz Besonderes. Das ist ein geflogenes. Das hatte ich wirklich an Bord angehabt. Es gibt also ein paar Dinge immer, die habe ich immer bei mir, die geflogen sind. Zum Beispiel auch die Uhr hier, die habe ich mitgehabt. Also das ist so meine Erinnerung an den Flug. Es ist doch, sage ich mal, eine Erfahrung, die einen prägt fürs Leben vermutlich. So ist es ja. Und es ist so, dass jeder Astronaut, der geflogen ist, auch auf jeden Fall nochmal da hoch will. Wollen Sie auch wieder hoch? Ich gehöre auch dazu, ja. Sie sind also weiterhin im Astronautenprogramm auch? Ja, wir sind alle, auch die Geflogenen, weiter im Astronautenteam. Das kann sehr lange dauern, wenn Sie mal daran denken, dass der Commander, ich glaube, des 5 letzten Shuttle-Fluges 59 Jahre alt wäre, dann können Sie abschätzen, dass wir eigentlich auch noch hoffen, in Zukunft fliegen zu können. Ulf Merbold ist ja auch schon relativ alt gewesen, als er das letzte Mal geflogen ist. Jetzt haben viele Leute immer wieder gesagt, die bemannte Raumfahrt ist tot, ist zu teuer, bringt nichts. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Geht es denn jetzt mit den Russen weiter? Ist da eine Möglichkeit, doch bemannte Raumfahrt weiter zu spielen? Also ich habe keinen Zweifel, dass bemannte Raumfahrt weitergemacht wird. Die Deutschen setzen jetzt eher auf die Karte, bemannte Raumfahrt im internationalen Maßstab zu machen. Das heißt,
weniger nationale Missionen, mehr zur ESA. Und das heißt eben, dass zum Beispiel der Ulf Merbold, der ja kein deutscher Astronaut ist, sondern ein ESA-Astronaut, genauso wie europäische der Thomas Astronaut, Reiter, ein europäischer Astronaut, genauso wie der Thomas Reiter. Also die kriegen mehr Flugchancen, während die deutschen Astronauten nicht so gute Flugchancen in Zukunft haben werden. Der Thomas Reiter wird im Herbst jetzt mit der Euromir zu mir fliegen auch. Was sind denn so die Hauptargumente? Warum müssen wir noch weiter bemannte Raumfahrt betreiben aus Ihrer Sicht? Sie haben selbst erlebt, Sie forschen und arbeiten auf diesem Gebiet. Wozu brauchen wir sie? Es sind zwei Gründe. Einmal, wenn Experimente im Weltraum gemacht werden sollen, wie das auf der Mir-Station sein wird, gibt es immer Situationen, wo einfach ein Experiment nicht funktioniert. Lassen Sie ein Beispiel auf unserer Mission geben. Dann ist eine Probe, die hoch aufgeschmolzen wurde, die hatte außen eine Hülle gehabt, einen Mantel, der ist gesprungen. Damit wäre eigentlich das Experiment ausgewiesen. Der Ofen, in dem die Probe gebrochen wäre, hätte ausgeschaltet werden müssen. Und das wäre das Ende der ganzen Experimente in diesem Ofen gewesen. Was wir gemacht haben, wir haben uns eine Brille aufgesetzt und eine Maske, haben mit einem Staubsauger ganz einfach eben diese Brocken da rausgeholt. Damit war das Ding wieder in Ordnung. Die nächsten Proben konnten eingesetzt werden. Das ist also eine ganz typische Aufgabe eines Menschen, Einsatz zu zeigen, wo was schief geht, zu überlegen, was kann ich tun. Da braucht man einfach einen Menschen. Also intuitives Denken und Handeln. Genau. Dort, wo einfach die Automatik aufhört, muss man den Menschen einsetzen. Das wird in Zukunft genauso gut sein. Stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwas in irgendeinem Raumfall automatisch betreiben. Das geht vielleicht eine Stunde gut. Irgendwas geht immer irgendwo schief und da braucht man den Menschen. Und da braucht man den Menschen. Der zweite Punkt ist einfach, wenn Sie den Weltraum erobern wollen, um es ganz einfach zu sagen, dann muss der Mensch dabei sein. Es hat keinen Sinn, wenn Sie vollautomatisch zum Beispiel den Mars erobern wollen. Das ist nicht dasselbe, als wenn der Mensch dabei ist. Der Mensch vertritt das. Nehmen wir den Motorsport zum Beispiel nicht. Wenn der Schuhmacher nicht da wäre, sondern wie ein automatisches Rennen laufen ist, es wäre nicht das Interesse da. Er ist der Mensch, die Präsenz des Menschen macht tatsächlich den Ernst auch der Sache aus. Herr Walter, vielen Dank und ich wünsche Ihnen, dass Sie wieder nach oben kommen, dass Sie noch weitere Souvenirs aus dem All mitbringen können. Ja. Ja, jetzt nähern wir uns hier in dieser Mission einer entscheidenden Phase, nämlich die alles entscheidende Frage, die hier an die DLR geht, und zwar an Herrn Wolfgang Brittinger. Herr Brittinger, haben wir denn den Hotbird unter Kontrolle? Haben Sie Kontakt mit dem Satelliten? Ist der Satellit sicher? Ja, ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass nach dem erfolgreichen Start auch uns ein erster Erfolg gelungen ist. Wir haben vor wenigen Minuten die ersten Daten vom Satelliten empfangen, konnten auch die ersten Testkommandos senden und das heißt, wir haben den Hotbird jetzt im Griff. Eine erste Überprüfung der Daten hat ergeben, dass der Satellit sich in nominellen Zustand befindet und auch der Einschussorbit entsprechend dem vorausberechneten Orbit ist. Für uns hier im Kontrollzentrum beginnt jetzt eigentlich die eigentliche Arbeit. Die nächsten Stunden werden wir den Satelliten Hotbird gründlich überprüfen, auf seine Funktion hin überprüfen und die ersten Anfangsoperationen durchführen. Zum Beispiel wird er als erstes in Richtung Sonne gedreht. Anschließend werden die Solarpanel teilweise entfaltet und in circa vier Stunden werden wir schon ein erstes Probeabogeams-Manöver durchführen, natürlich ohne Zünden des Triebwerks, wobei wir alle Funktionen für die eigentlichen Apogeams-Manöver durchführen werden. Diese Apogeams-Manöver, die drei Apogeams-Manöver, mittels derer der Satellit dann in den geostationären Orbit eingeschossen wird, werden die nächsten 3-4 Tage stattfinden. Und anschließend wird der Hotbird dann in seine Nominalkonfiguration übergebracht und nach einer Driftphase von etwa wiederum 3-4 Tagen wird er seine Sollposition, die 13 Grad Ost, erreichen, wo er dann mit dem F1 positioniert wird. Das heißt, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir in circa 2 Wochen werden wir den Satellit an unseren Auftraggeber Eutelsat in Paris übergeben können. Vielen Dank, Herr Brittinger. Das war also die Erfolgsmeldung praktisch hier aus dem Kontrollzentrum der DLR. Die 71. Ariane-Mission kann wohl als Erfolg bezeichnet werden. Der Hotbird ist ausgesetzt, er ist in sicheren Händen und wird wohl binnen 2 Wochen seine Funktionsfähigkeit erlangen. Ich darf mich nun bei Ihnen, Herr Wanke, bedanken
Zum einen für die Gastfreundschaft durch die DLR hier in Oberpfaffenhofen, zum anderen auch für Ihren fachkundigen Kommentar. Es sind doch sehr viele Dinge, die man als Journalist und Laie so nicht überblickt. Und da ist es wichtig, einen Fachmann an seiner Seite zu haben. Vielen Dank, Herr Wanke. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie so lange ausgehalten haben. Wer nun noch immer nicht genug von Raumfahrt hat, dem empfehle ich, dran zu bleiben. Es beginnt nun die reguläre Space Night, und zwar mit Bildern von der Austromir, von der österreichischen Mission mit der Mir-Station. Das war's. Gute Nacht hier aus Oberpfaffenhofen. Thank you.